Hallo und herzlich, meine Entdeckerfreunde. Und schön, dass ihr da seid bei einem neuen Video. Na, ihr wisst nicht, was ich in der letzten Zeit alles erlebt habe. Ich habe eine Person getroffen, die alle Meere besegelt hat und die alles kennt. Ich habe sie getroffen, die Geografin Pandoria. Pandoria, komm herbei! Hallo, hallo, hallo. Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Ah, klar, Pan. Pan, ich habe geschwärmt von deinen geografischen Künsten, Pan. Ja, ich war schon, also ich habe die Welt bereist. Ich war schon in Japan, in Amerika, auf den Bahamas. Überall. Okay, Pan. Also. Ich habe die Pan herbeigerufen, weil die eben, die ist krass, die kennt alles, ja, die kennt den besten Würstelstand in Japan, kennt die. Und deswegen, weil ich auch krass bin, haben uns überlegt, spielen wir ein Spiel, was im Moment alle auf Twitch spielen oder überhaupt auf YouTube, GeoGuessr. GeoGuessr ist, du bist irgendwo auf die Weltkarte geworfen und musst herausfinden, wo du gerade bist. Und deswegen habe ich mir die Pan herbeigeholt, die mir da helfen sollte. Pan! Bist du bereit, mit mir die Welt zu entdecken? Und sie überhaupt gar nicht. Was? Aber ich freue mich trotzdem schon drauf. Nee, Pan, jetzt sei doch nicht so bescheiden. Ich weiß doch, wie das ist. Nein, ich habe die Welt bereist. Ich weiß alles. Alles weiß ich. Ich weiß doch, wie das damals war mit dir, mit dem Kolumbus, das Döner-Wettessen, Pan. Ich weiß doch alles. Ja, stimmt. Oh, hätte ich beinahe vergessen, ey. Dank, dass du mich daran erinnerst. Ach, klar, Pan. So, jetzt geht's los. Pan, wir gehen Welt. Begib dich auf eine Reise, die dich um die ganze Welt bringt. Von den einsamsten Schotterpisten Australiens bis zu den belebten, pulsierenden Straßen von New York City. Okay, Pan, dort gehen wir hin. Ja. Wir sagen, wenn wir gleich das erste Bild sehen, sagen wir schon das erste, was uns einfällt, ja? Das erste Land einfach, bevor wir überhaupt gucken. Okay, Pan. 3, 2, 1. Oh, ja, hier. Eins Spiel. Okay. Amerika. Kanada. Kanada? Okay, Pan. So, also, jetzt sind wir da. Wir wissen nicht wo, aber wir müssen jetzt rausfinden, wo wir sind. So, Pan, was steht da? Ich sehe da eine kryptische Botschaft, Pan, am Boden. Was steht da? No H2O in wo? Also, wir müssen jetzt rausfinden, wo wir sind. Ey, Pan, ich glaube, wir gehen jetzt mal kurz spazieren, Pan. Da warst du sicher auch schon. Wie war's dort? Sonnig an dem Tag. Ja? Es war sehr sonnig. Die Leute sind auf den Straßen, haben getanzt. Edward mit den Schirmhänden bin ich dann noch begegnet. Er hat auch gesagt, alles supi hier. Ja. Er hat auch hervorragende Arbeit geleistet, muss man sagen, der Edward, ne? Das könnte schon Amerika sein. Schau, Amerika, die haben alle immer so einen flachen Rasen. Die, weißt du, in Amerika, die haben alle nie Zäune. Die haben nie Zäune in Amerika. Die haben nie Zäune und die haben immer so einen blöden, flachen Rasen. Hast du schon mal einen deutschen Garten gesehen, verglichen mit amerikanischen? Ja, also in Deutschland ist das definitiv nicht. Also da müssen wir jetzt mal ganz. Ja, anders. Ich gehe mal. Ja. Wir müssen ja vielleicht nur irgendein Schild finden oder sowas. Warte, und dann können. Da war eine offene Garage. Kannst du da nochmal hin? Stimmt, ich sehe. Wir schauen in die Garage rein. Ich meine, die haben einen Pickup-Truck. Das kann nur Amerika sein. Schau, die haben auch einen Pickup-Truck. Schau. Hey, die haben alle die gleichen Farben. Hast du es gemerkt? Da ist das Google-Auto vorbeigefahren und der Typ hat das gesehen. Schau mal. Ja, und der Schieber Geo gestern. Haha, jeder sieht auf dem Po. Da ist die Straße, Pan. Pearlstone. Amerika auf jeden Fall. Ja, ja, Pearlstone. Ja, ja. Du warst schon sicher schon mal, Pan. Ja, ich war. Truck! Ist das ein Eiswagen? Nee, was ist das? Truck, da, hier, da ist was, Pan. Ich hab's. Gentle Ride Van. Pennsylvania, Pan. Dann war's ja jetzt so einfach. Ja, okay, dann haben wir die Straße und wir wissen, das ist in Pennsylvania. Ja, aber ich glaube, Pennsylvania ist nicht so klein. Warte mal, wo ist denn Pennsylvania, Pan? Warte mal hier. Und da, Pan, jetzt suche mal die Straße. Das könnte überall sein. Wie? Ja, da hier. Big Bear. Großer Bär, Pan. Das könnte ja überall sein, Pan. Ist das überhaupt der eingezeichnete große Bär? Okay, komm, wir loggen ein, Pan. Und jetzt Russland. Hey, Moment. San Francisco? Da ist Pennsylvania. Und da. Der ist von San Francisco da hingefahren nach Pennsylvania. Das macht gar keinen Sinn. Das kann doch gar nicht. Warte mal, da war das, Pan. Schau mal, pass auf, in San. Da, wo ist Sacramento? Ja, da wohnt ja keiner. Es wurscht, Pan. Ich finde, wir waren gut. Wir waren in Amerika. Komm, da können wir auch mal stolz sein. Okay, Pan, nächste Runde. Geht schon. So. Hä? Wo sind wir denn jetzt?
Okay, Emirates. Okay, wir sind in einem Flugzeug. Wo es sind wir? Hä, warum? Wo soll ich das Flugzeug fahren? Ist es Dubai? Keine Business Class. Gut, das werden wir da sicher irgendwo finden, Pan. Hä? Ist ja das haben wir. Wie kommt das Google Auto ins Flugzeug fahren? Hä? Ich weiß. Wer hat denn der? Warte mal, da steht was oben. Headset. Ja, gut, okay. Google Auto ins Flugzeug. Hä? Was ist denn für ein Scheiß? Da oben ist die Business Class. Pan, da sitzen wir. Oh, das ist doch ein richtig guter Flieger. Was ist das denn? Das ist. Hat sogar einen oben. Das ist ja, ich für Dubai oder so, aber gut, wie soll man denn das? Warte mal, Dubai, das ist so doof, Klischee, aber Dubai hätte ich jetzt auch als erstes gesagt. Ja, weil das ist ja eher, oh, warte, hey, Moment, fliegt da das Flugzeug gerade, Pan, siehst du es? Oh nein, aber kannst du das nicht entziffern, ne? Ich bin ein bisschen eingerostet, Pan, ich muss ja sagen, wie es ist, ja, also, okay, warte. Wie lange ist dieses Flugzeug? Ja, ich denke es mir auch gerade. Ey, Pan, ich glaube, waren die bei euch, die waren schon wieder bei euch im Privatjet drin, Pan. Das ist, kommt öfter vor, glaube ich, bei euch. Ja, da hinten ist mein Lieblingssitz gewesen. Ich weiß eh, da spielt sie immer GTA. Pan! Ich weiß nicht, wie ich Falsches sagen kann. Pan, wo liegt Dubai, Pan? Da, Vereinigte Arabische Emirate. Ja, genau. Unter Iran. Da. Pan, du wirst es, ich glaube, ich habe Dubai entdeckt. Wow! Pan, ich habe das sofort entdeckt, Pan. Das haben wir gut gemacht. Warte mal, guck mal, die Zeichen bei Dubai. Kannst du bitte noch einmal... Oh, Pan, du bist smart. Du hast recht. Das ist geht nämlich los? Diese Schlange mit diesem falschen C. Gell, die meinst, das da. Hey, da ist der Pilotensitz. Hey, kann man da rüber? Was? Hey, Pan, ich bin im Cockpit. Hä, wie cool ist das? Aber warte mal. Hast du nicht gerade gesagt, die fliegen gerade? Du hast nicht unrecht. Hey, Pan, was hat denn... War das der Pilot, der langweilig ist und ist wieder mit Autopilot geflogen, oder wie? Hä? Okay, pass auf. Hey, das ist Dubai. Das ist es. Das ist die Schlange mit dem falschen C. Hä, das ist ja voll geil! Pan, du hast es! Ja, das ist auch ein Punkt unten. Ja? Dubai! Dubai! Let's go! Super! Okay. 11 Kilometer! Ja, na klar, aber das ist nicht, weil das am Flughafen von Dubai war! Ich dachte jetzt schon. Das ist der Flughafen von Dubai! 11 Kilometer, Pan! Ja, okay, haben wir super gemacht. Pan, das hast du. Du hast es entdeckt, Pan, das hast du wunderbar gemacht. Pan, du motivierst mich, du motivierst mich. Na sicher, darauf hätten wir auch aufhören können, dass das der Flughafen auf Dubai war. Aber Pan, das haben wir gut gemacht. Hä, das war voll gut gerade. 11 Kilometer, das geht. Da hätte mein Opa gesagt, das ist ja jeden Morgen in die Schule gegangen damals. Ja, also ist ja gar nichts. Ne? Easy. Wunderbar. Ja, so. Aber jetzt machen wir mal richtig, ne? Jetzt haben wir aufgewärmt. Okay, Pan. Das ist ja schon wieder so ein... Ey, da bin ich ja schon wieder planlos. Das könnte auch schon wieder Amerika sein. Warte, oh, Pan, da ist was. Ich hab... Ja gut, das ist eine Bushaltestelle. Pan, das ist auch die traurigste Bushaltestelle, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Da kickt die Sadness ja richtig. Die ist aber traurig. Die steht auch sicher schon Ewigkeiten da und da war schon... Seit Jahren hat die keinen besucht, Pan. Und wenn du dich da hinsetzt, wirst du einfach von den Steinen da erschlagen. Wahrscheinlich. Ja. Aber was sind das für Bäume da? Das sind so ganz spezifische Bäume. Das sind... Die gibt's nicht überall. Ey, ich sag Australien. Oh. Voll random jetzt. Floresta. Hotel Foresta. Esther Coin Memento. Was ist das da? Was ist das da hinten? Also Master Pharma. Die dürfen wir doch nicht so ein Billboard zeigen. Okay, der kriegt doch einen Hunger, Pan. Aber es ist auch nicht Englisch. Nee. Okay. Framaccia? 4 Kilometer. Warte, da steht 4 Kilometer. Ja, da kommen wir zur Master Pharma in 4 Kilometer, Pan. Ja, ich weiß, aber das ist doch... Nee, warte mal. Außer den USA haben wir ja eh alle Kilometer. Ne? Doof, Entschuldigung. Stimmt. Ja, nee, dann ist es nicht USA, Pan. Du bist smart. Du hast recht. Weil nee, das kommt mir ja gerade an der Sprache schon erkennt, dass es nicht die USA ist. Achso, stimmt. Ich dachte, wegen Kilometer gerade. Nee, aber du hast recht, weil die haben keine Kilometer mehr Meilen in Amerika. Das ist schon mal ein guter Hin, weil Amerika ist groß. Warte, wir fahren die Straße entlang. Irgendwo muss das Straßenschild ja auch kommen wieder, ne? Mhm. Hättest du gesagt, dass es wieder Spanisch ist oder so? Irgendwas in der Art, aber für mich ist gefühlt alles Spanisch gerade. Ja, richtig, ich verstehe. Oh, da, doch, Pan. Hier, Monte Castello. Das muss ja Spanien sein, oder? Ist das nicht Spanien vielleicht? Also ich glaube nicht, dass das wieder Brasilien ist. Das muss Spanien sein. Ich glaube, weil, ne? Vom Bauchgefühl her. Ist auf jeden Fall sehr schön. Stell dir vor, wir entdecken jetzt eine Leiche oder so aus Versehen. Oh Gottes Willen. Kennst du das eine Bild, wo das Google Earth Auto gefahren ist und du siehst, wenn ein Hase über den Weg läuft und man denkt sich, oh, der Hase hat es geschafft und im nächsten Frame ist der Hase in der Luft, weil das Auto ihn weggefetzt hat und gerammt hat? Kenn ich nicht.
Google Earth has a rabbit. Pan, das ist es. Schau. Da. Oh Gott. Siehst du ihn? Ja. Und dann zoomt er ran. Und dann. Und dann ist. Pan. Oh nee. Pan. Oh mein Gott. Ja. Guck mal, wie Schweine, ey. Schweine. Bahn! Der Hase! Bahn! Mies einfach! So traurig. Und du hast gesagt, du wolltest so eine Leiche finden, Bahn. Ja, eine menschliche Leiche. Ich bin doch kein Unmensch. Ja, glaub, bei Tieren hört's auf. Bei Menschen ist okay. Ja, ist immer so. Was haben wir da? H.O. mit Jogger. Oh, das ist keine Zigaretten aus dem Fenster werfen. Ja, konnte ich auch. Du kannst richtig gut übersetzen. Danke, Pan. Pan, da hast du mich gerade richtig bloßgestellt, Pan. Aber das finde ich auch. Hä? Ich finde, Zigaretten sollte man nicht am Boden schmeißen, Pan. Nee, aber auch aus dem Auto knipsen. Auch nicht. Ist auch eklig. Aber ich finde es auch auf den Boden schmeißen ist voll kacke, weil dann kommt das vielleicht in die Wiese und dann kommt es ins Grundwasser. Ne? Oh, das stimmt, ja. Ja, deswegen. Und Vögel. Oder das kommt in eine Pfütze und dann kommt die Vögel trinken immer aus einer Pfütze. Und dann kommt der ganze Mist aus dem Zigarettenfilter, kommt in die Pfütze rein und der Vogel trinkt das Wasser, weil der es nicht weiß. Und die sterben dann dran. Das ist kein Scherz. Butterfly-Effekt einfach. So ist es. Ja, weißt du, deswegen auch bald, Pan, im Gronkh-Shop tragbare Aschenbecher, Pan, ha? Und Nikotinpflaster. Mit der Glüffel drauf? Oh, bin ich schon durch. Oh mein Gott! Wir machen Nikotinpflaster für alle Creator. Bei mir ist ein Pfann, wenn er drauf bin, ist ein Knüppel drauf. Oh, Escola, ja, ich hab keine Ahnung, wo. Aber schau, wie lieb die Busse sind in Spanien. Oder wo der Ulrich. Wissen. Herz, das gibt uns doch irgendwie Hinweis. In Amerika hat jeder eine Fahne draußen hängen. In Spanien hat niemand was da hängen. Oder wo auch immer das ist. Da. Was ist da? Mildao. Oh. Monte Castello. Retorno. Monte Castello. Das finde ich schon doch. Schon wieder Monte Castello. Ja, das muss ein Ort sein. Das, also ist das was Größeres vielleicht? Retorno. Retorno? Rückgab? Das gehen wir zurück. Pass auf, Mann, wir suchen das jetzt. Das muss Monte Castello. Das muss ja irgendwo. Ich meine, das kann aber. Wo ist nochmal Monte Carlo? Kann ich wieder Nulpe? Ich hab keine Ahnung. Wir schneiden das schon so, dass das keiner merkt. Okay. Warte, ich scroll mal hier ein bisschen. Könnte das schon wieder Brasilien sein? Warte, ich bin jetzt mal hier ganz woanders gerade. Ja. Ich bin gerade Monaco. Monte Carlo ist in Monaco. Da steht Monte Castello. Oh, wo ist denn hier Monaco jetzt? Monte Argenta, der Monte Viso? Hey, Pan, wir sind in Italien. Pan, du hast recht. Mont Blanc. Nee, ich war bei Monaco. Bei Monaco, da gibt es nämlich Monte Carlo. Und hier so, irgendwo was? Hinter der Grenze. Ja, irgendwo da. Hä? Pizza Ruscala? Ne, Pizza. Was? Ich denke Salmone. Pizza Ruscala. Pan, da haben wir es. Bolognese. Ich krieg mal Hunger bei dem Spiel. Also, Pan, wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Wir nehmen einfach irgendeinen Monte und denken uns, der wird schon irgendwie mit den anderen Montes zu tun haben und das ist er dann. Gut, Pan, hier. Sagst du mit hier? Ja. Und Rauchen ist da definitiv verboten. Rauchen dürft ihr da nicht, gell? Nur damit ihr es wisst. Genau. Okay, genau. So, wir nehmen das. Oh! Nee, scheiße! Wie? Nee! Was ist denn das jetzt? Entschuldigung, der Strich hat noch nicht geladen. Ich dachte, wir hätten jetzt wirklich voll drauf. Ich dachte, wir sind in... Das ist ja peinlich, Pan. Monte Castello? Santa Catarina. Was ist denn das für... Ey, Pan, ich bin frustriert, Pan. Pan, das gibt's doch... Das war ja 6 Punkte, haben wir gekriegt, Pan. Das ist ein Hohn. Sollen wir eine Runde Deutschland kurz schauen? Gibt's es? Ja, da werden wir so hart failen. Also ich auf jeden Fall. Bonusrunde, Pan, Bonusrunde. Okay. So. Da. Hä?
Ja, gut. Fahren wir es in Deutschland. Ja, man sieht es auf jeden Fall. Berlin, easy. Wir sind in Berlin. Ach nee, ach komm. Das ist super einfach. Das war die Bonusrunde. Warte mal hier. Warte, da guck mal, der Straße. Nee, komm, hier mal. Komm, da kann ich Straße wenigstens lesen, Pan. Heinrich Henne, was? Heinrich Henne? Das Band. Heinrich Heini. Heinrich das kennst du? Warte mal hier. Heinrich Köpenicker Straße? Heinrich Henne oder wie? Heinrich Heine, glaube ich. Warte mal, da sind die ganzen U-Bahnen nämlich. Köpenicker Straße, Pan. Nee. Heinrich Heine Straße. Pan, da sind wir. Ja, Pan, da sind wir. Also hier? Ja, ja. Warte super. Mal. Ich würde einfach auf die große Kreuzung klicken, dann haben wir es ja. Pan, hier. Pan? Ja, dann go! Pan! 17 Meter! Naja, gut, okay, die nehme ich in Kauf. Pan! Das ist aber wirklich, genau. Ja, bravo! Deutschland passt aus! Da gehe ich rüber zu Fuß. Pan, das haben wir gut gemacht. Ja, aber 4.999 Punkte, aber da hätten sie jetzt einen Punkt mal gönnen können, ne? Oh, scheiße, der muss einen. Die sind neidig, ja, Pan, was sagst du? Boah, schreib mal bitte in die Kommentare, einen Punkt Gönnung. Was für Schweine! Gebt uns ein Like, wenn der eine Punkt gerechtfertigt gewesen wäre. Mach zwei Accounts, mach noch ein Like von mir mit, bitte. Sagt mir gerne, ob wir noch einen zweiten Pan aufnehmen sollen. Geschweige denn, Pan hat Lust darauf, aber sonst würde ich mich freuen. Danke, Pan, auch dir fürs Mitmachen, gell? Ja, danke schön. Und danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, tschüss.